Hallöchen Radsportfans und herzlich willkommen zurück zur Pro-Cycling-Karriere mit Erik Zabel. Die Tour de France läuft. Die ersten drei Etappen haben wir hinter uns gebracht, mehr schlecht als recht, also noch nicht so richtig in den Tritt gekommen. Und jetzt in dieser Folge bekommt ihr hier nach dem Ruhetag die nächste Flachetappe, dann Flachetappe mit Kopfsteinpflaster. Aber danach kommt noch eine Hügeletappe, das seht ihr alles in dieser Folge. Ich hoffe, dass wir jetzt mal unseren ersten Sieg einfahren können. Am besten sogar gleich zwei. Jetzt am besten die nächste flache Etappe gewinnen und danach dann noch die Kopfsteinpflaster-Etappe gewinnen. Hier am Ende gibt es wieder eine Windkante. Aber das ist ja für unseren Kopfsteinpflaster-King kein Problem. Wir haben einen Zoom auf Erik Zabel. Favorit der Redaktion. Das ist eine gute Gelegenheit für Zabel, hier einen wichtigen Coup zu landen. Er kann sich nicht nur in der Wertung verbessern, sondern auch die Etappe holen. Jo, Etappe wollen wir holen und vor allem irgendwie auch am besten mal ins Trikot. Aber ich denke mal, das werden wir, wenn erst nächste Etappe schaffen. Wir stehen hier ganz unten und unser Teamkollege, der ist hier ein Stück weiter vor uns gewertet. Dann hoffe ich mal, dass er nicht den zum Sprinter macht. Ladies and Gentlemen, hello and welcome. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. Ja, und damit herzlich willkommen zur vierten Etappe der Tour de France. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen. Ja, aber wir dürfen das ganze Team steuern. Sehr schön. Sollen ja Zehnter werden. Lalala. Und Dainese ist auch wieder fit. Dann können wir den diesmal auch so richtig als Anfahrer nehmen. Ja, Lecknesund hat auch eine super Form. Kois, es ist echt toll hier. Da nehme ich mir, glaube ich, den Drisnas. Oder warte mal. Nee, ich nehme mir den Koistra. Der wird dann nächste Etappe sehr, sehr wichtig. Du bewachst mal den Dainese. Und Craig Anderson bewacht unseren Kapitän, den Donovan. So, Donovan ist auf jeden Fall schon hier vorne. Dainese ist auch hier vorne. Das ist ja schon mal wunderbar. Erik ist da, muss also ein bisschen nach vorne fahren. Das können wir ja aber später erledigen. Dann legen wir jetzt los. So, hierbei bleibt mal gleich hier. Erik wuselt ein bisschen nach vorne. Boah, das war schon wieder viel zu viel. So, da gehen die Angriffe ab. Nehmen wir mal die Action-Cam. Sind schon mal drei unterwegs. Das sieht das Feld auf jeden Fall entspannt. Gehen wir mal in die nächste Action-Cam, ob noch was geht. Da wollte wohl noch Lempe angreifen. Ich kann jetzt Erik nicht so richtig sehen. Ich hoffe mal, er sitzt da nicht so schlecht. Tja. Das geht hier ziemlich gemächlich weiter. Sieht nicht so aus, als wenn nochmal jemand angreift. Erik ein Stück weiter zurück. Ja, so. Und die anderen beiden nach vorne holen. Lecknesund ist weiter vorne. Dann geht mal Schub hier. Ja, will nicht so richtig. Komm, gib mal Gas hier. So, reicht. Oh, mal bei D noch. Das ist eine flache Etappe, der kann auf jeden Fall schon hier bleiben. Ja, haben wir unser Team vorne gesammelt. Dann mache ich euch jetzt hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann hier vor dem letzten Hügel, sehen wir uns wieder. Well, we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. The group is slowly thinning out due to such a frantic pace. Only 10 kilometers left.
The teammates of the main sprinters are not handing out tickets for a breakaway, so the stage will end up in a mass sprint. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Da ist der nächste Sieg! His aim was to win it, and he didn't disappoint his teammates. It's a job well done. Ja, sorry Leute, ich war so im Film drin, weil das hier so eine Jagd war, zwischendurch. Ich habe völlig vergessen zu kommentieren, aber egal, wir haben den Sieg eingefahren, Alter. Scheiß auf meine Kommentare. Ihr hattet ja den anderen Kommentator dabei. Ich hab's völlig vergessen. Erst eben hier so beim Ziel reinfahren, weil ich so hochkonzentriert war, ist mir erst eingefallen. Alter, scheiße, Bormix, du hast völlig vergessen zu kommentieren. Aber egal. Ich fahre es natürlich nicht. Ich könnte jetzt natürlich eher abbrechen und nochmal neu fahren. Aber nee, das machen wir nicht. Wir haben hier einen Sieg eingefahren, Alter. Den nehmen wir nicht mit, Alter. Ich bin auch ziemlich glücklich. Ja, wie gesagt, sorry, ich war völlig konzentriert, Alter. Ich unbedingt einen Sieg einfahren wollte. Crazy shit, Alter. Erstmal völlig vergessen zu kommentieren, ey. Diesmal mit deinen Nässe hat es halt auch richtig gut geklappt. Wir konnten mit Erik relativ spät rausgehen. Den noch schön abgedrängelt, sonst hätte er uns wahrscheinlich überholt. Sauber, Erik. Schönes Ding. Da können wir uns doch die Siegerehrung. Sehr schön, Erik. Da sind wir sogar auch auf Platz 7. Aber da wir das Sprinter-Trikot sowieso noch nicht haben, kommen, machen wir jetzt hier Ende. Ich hoffe ja, dass ich euch dann eben nach der Kopfsteinpflaster-Etappe den Etappensieg präsentieren kann. Das gelbe Trikot präsentieren kann und das grüne Trikot und das beste Nachwuchsfahrer-Trikot mal so nach einer Etappe, das wäre aber echt nice. So, für uns interessant ist ja eigentlich nur das hier mit dem Sprinten. Ich meine, wir können zwar zwischendurch mal das gelbe Trikot und das Nachwuchsfahrer-Trikot jetzt hier am Anfang vielleicht holen, aber das werden wir ja auf jeden Fall nicht behalten. Und das sieht schon gut aus. Also wir sind schon hier, ne, relativ dicht dran an ihm. Das sind nur noch 8 Punkte, dann haben wir ihn. Und leider ist er halt auch ein Kopfsteinpflasterfahrer. Und der Muse ist auch am Kopfsteinpflaster nicht schlecht. Der ist schon deutlich schlechter am Kopfsteinpflaster. Der auch, der erst recht. Ja, also die beiden hier oben, ne, also der Muse, ob er ganz am Ende beim Kopfsteinpflaster noch mithalten kann, wage ich zu bezweifeln mit 75. Aber Dilly halt, ne? Der hat halt 80 am Kopfsteinpflaster. Zwar mit unseren 83 auch nicht zu vergleichen, aber ganz geil. Ja, wie gesagt, war, denke ich mal, eine tolle Etappe, auch wenn ich mal nicht kommentiert habe. Ne? Ich kann ja auch mal meine Fresse halten, ne? Ordentlich Punkte gesammelt, 99% Zufriedenheit. Und jetzt kommt eigentlich quasi erst unsere richtige Etappe. Jetzt kommt die Kopfsteinpflaster-Etappe. Ich hoffe, dass ich da, wenn das Kopfsteinpflaster, weil ich habe auch vor, nach dem Anfang einen Cut zu machen und dann am Kopfsteinpflaster erst wieder anzumachen. Ich hoffe, dass ich dann nicht wieder vergesse zu kommentieren. Ne? Also ne, hier bei dem Kopfsteinpflaster würde ich dann wieder anmachen. So, und Magazin, Erik ganz oben, oder? Nein! Vor allem, wie viele sich da noch zwischengequetscht haben, ne? Er ist ganz hier unten erst, der Erik. Das ist natürlich übel. Naja, okay, Fennepool und Van Aert, ne, und Van Baarle. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir so den Van Baarle angucke,
Da sind wir deutlich besser. Na ja, schauen wir mal, wie die Form wird. Hello and welcome. It's a difficult race with several cobbled sections. The bikes will be severely tested. Ja, und damit jetzt willkommen zur fünften Etappe der Tour de France. Diesmal mit Kopfsteinpflaster. Das ist ja wunderbar. Hey, das ganze Team hat Plusform. Ja, das mit dem Ausreißversuch, das können wir uns schenken. Wir als guter Kopfsteinpflasterfahrer, uns werden sie niemals, nie nicht weglassen. So, die Besten waren, also Keustra ist, glaube ich, der Beste, den wir haben. Und Krug müsste der Zweitbeste, den wir haben. Ja, allerdings noch eine geilere Form. Dann können so ein bisschen was noch dieser Drissner und Leckneson, ne? Den würde ich doch mal sagen, ich nehme hier den Drissner. Leckneson lasse ich für sich alleine fahren. Und für die Etappe bewachst du mal Donovan. Vorne ist noch keiner von unseren Fahrern. Dann können wir auf jeden Fall starten. Wusel, wusel, wusel. Lalala. Läuft schon wieder ein bisschen schwammig. Attack by Durbridge. Durbridge greift an. Ja, ist Kopfsteinpflaster. Ist natürlich möglich, dass es hier ziemlich viele versuchen. Das sieht man jetzt schon. Einer nach dem anderen gehen. Hey, Erik, kannst du nicht mal ein Stück zurückgehen? Attack by Polly. Es ist ein bisschen Wind. Damit du mal hier aus dem Wind rauskommst. Pollet? Wie Pollet? Der ist gar nicht mal so schlecht. Das ist einer, weswegen wir dieses schöne Weltmeister-Trikot tragen. Wenn man das hier sieht, E9. Und es gehen immer noch welche. Warte mal. There's a few riders jockeying for position at the front. Wo ist Kost rein? Da, der ist nämlich schon hier vorne. Nö. Komm mal wieder zurück hier. Da kommen schon die nächsten nach vorne. Leckneson. Du machst auch erstmal nix. Und ich kann ja schon mal die Gruppen einteilen. Die beiden mal so als Gruppe 3. Ihr beide mal so als Gruppe 2. Donovan hängt da noch rum. Der ist auch noch ganz hinten. Krug ist anscheinend auch schon auf dem Weg nach vorne. Ah, machen wir erstmal weiter. That's more than 2 minutes separating them. Es gehen immer noch welche. Das ist ja übel. Breakaway! Ah, Keustra da vorne, das gefällt mir nicht. Komm nochmal ein Stück zurück hier. Es sieht schon besser aus. Tja, da es noch so gemächlich ist, können wir unsere Jungs mal nach vorne holen. Die Etappe ist auch relativ kurz. 142 Kilometer waren das nur insgesamt. Komm, Keusser, gib den Ruck. Fahren wir nach vorne. Alter, dann zieht er gleich so durch. Wo ist der andere? Da. So, Donovan, das ist Kopfsteinpflaster, der kann ruhig hier bleiben. Aber der hängt immer noch hier hinten rum. Na, doch schon ganz ordentlich Wind. Dazu auch noch Regen. Ab dem Kopfsteinpflaster könnten auch viele Stürze passieren. Nur bei denen, das ist auch geschafft. Boah, ich denke mal, so können wir die Jungs erstmal lassen. Das sind 26 Leute ausgerissen. Ey. So, ich mache euch jetzt hier wieder einen Cut, da das Kopfsteinpflaster losgeht. Da nehme ich euch wieder mit rein. So, die Gruppe ist schon drin und wir fahren jetzt gleich rein ins Kopfsteinpflaster. Let's hope it doesn't jeopardize the rest of his season. Oh, danach ein Kopfsteinpflaster. There should be a lot more movement from now on in. There's reports of a group of riders taking a tumble, but apparently they all managed to set off again. Erik ist durchgekommen. Jetzt nach dem Kopfsteinpflaster natürlich Wasser holen. Flat tire. It always happens at the wrong moment. Da bin ich ganz ehrlich, die Beschützer behalte ich, glaube ich. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Lass mal Leckneson und das Wasser holen. Several riders are in trouble. Oh, fängt auch schon an, das Feld auseinanderzureißen.
So, ich denke mal, Zabel kann mit 90 weiter. Die Anna machen wir auf 99. Ja, vor allem nimmt auch unsere Bergfahrer nicht zu weit zurück. Ja, nach vorne sind etwas über 2 Minuten noch und es sind auch nur noch 20 Leute. Jetzt hat er Wasser aufgenommen. Knapp. Für die Gruppe noch 6 Kilometer bis zum Pflaster. Tempo ist schon ziemlich hoch. Was ich echt komisch finde bei der im Ladebildschirm, das sind ja immer so die Werte, die so, ne, angeblich am wichtigsten sind. Ebene ist hier am höchsten gewertet und dann Hügel. Aber der sieht hier einen Hügel? Also ich sehe hier keinen Hügel. Ich sehe vielleicht mal eine Bordsteinkante, aber doch keinen Hügel. Ja, aber er liefert gerade ab. Wunderbar. Noch sind wir nicht im Pflaster. Die Gruppe fällt jetzt gleich rein. Ja, die Straßen werden enger. Das wird für Lecknesund natürlich auch nochmal ärgerlich. Oh, der ist immer noch nicht da. Und das Pflaster fängt an. Da kommt er aber. Erika hat schon mal eine Buddel gegeben. Nur noch Crack. Und da ist er erledigt. Hat ihm natürlich ein bisschen Luft gekostet. Aber vorne holen wir jetzt wieder einen ein aus der Gruppe. Ich denke mal, meine Leute müssen noch nicht mit anpacken. Na, da ist jetzt schon kommt. Ja, Zabel müssen wir da nach vorne hier. Ja, nichts passiert hier. Tisch. Und rennen ins Vergnügen. We're into the last third of the race. We'll soon know the final outcome. Jetzt könnten aber ruhig mal wieder ein paar andere Fahrer an Zabel vorbeifahren. Crack sitzt da auch direkt hinter dem Führenden. Alter. Was ist mit dem da los, Alter? So, da greifen sie an. Fahren da. Nee. Die sind anscheinend nur nach vorne gefahren. Sah erst wie ein Angriff aus. Und nächste Pflaster. Da hinten ist die Gruppe. Hier sind schon welche aus der Gruppe rausgefallen. Das müssten die ganz vorne sein. Oh, lalalala, Crack gestürzt, Alter. Lecknesund gestürzt. Super. Da sind sie leider auch rausgefallen. Ja, das hat man für euch alleine. Ausgerechnet Crack. Das ist sehr ärgerlich. Vor allem, die haben auch beide plus 3 Formen gehabt. Also, die hätten mich echt noch gut unterstützen können. Oh, bei unserem Donovan sieht es schon echt schlecht aus. Etwas über Hälfte rot hat er noch. Und das Kopfsteinpflaster, das wird jetzt bis zum Ende nicht irgendwie nochmal langsam. Oh, Alter, die hat mir einen Schlag mitgegeben. Wer ist denn das? Pollitt was caught in fall. Oh, Pollitt, der war ja vorne. Oh, der liegt hier. Der liegt hier. Puncture. Alter. Riders really should pay more attention to their choice of tires. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Alter, das ist schon jetzt ein ziemlich krasses Rennen. Wieder einer, der zusammenbricht, der mir einen mitgibt. Und hier wieder einer, der mich aufhält. Haut's ab, ihr Arschlöcher. So, mal kurz einen Stopp. 32 Kilometer. Das mit Crack ist echt scheiße. Der sitzt doch hier ganz hinten. Der kommt nie wieder an uns ran. Da habe ich eigentlich nur noch einen, der für mich fahren kann.
Und das ist Koistra. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Der hängt ja auch so ein bisschen zurück. Guck mal, ob du irgendwie ein bisschen nach vorne kommst. Boah, so viele Beschützer und Helfer gehabt, ey. Jetzt stürzen die alle nach und nach. Gunner gibt hier auch richtig Schub, ey. Oh, jetzt vier Sterne. Alter, ist wieder einer gestürzt. Alter. Was ist denn zahllos, Alter? Er wurde bestimmt wieder von irgendwelchen Leuten geblockt. There's another rider with a puncture. The sides of the road are not a tire's best friend. Und ihr wisst ja, wie mich das auf 180 bringt. Vanderpool zieht durch. Das ist inakzeptabel. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. I think I saw a few riders on the ground. Ja, leck mir so eine Palle, Alter. Was ist denn hier los? Echt richtig gut ausgerissen. Der Koistra fährt hier gleich raus aus der Gruppe. Yet another flat tire. Ist rausgefahren. Alter! Der kriegt Plack, Alter. Der kriegt richtig Plack, ey. You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Ich brauch mal einen Stopp. Ich muss mal sehen, wer da vorne so ist. Lempe? Ah, da ist Vanderpool. Den hatte ich nämlich eben gerade so beim schnelleren Durchgucken, habe ich den nicht gesehen. So, ihr seid auch schon geschlagen. Die kann ich alle nicht mehr gebrauchen. Tja. Das ist nicht gut. Und weiter. Aha! He's trying to give his pals the slip! Another flat tire. Der ist bei mir wieder einer Platten, Alter. Also bei Team erwischt es hier wohl anscheinend am stärksten. Der Wut will gehen. Oder? Das ist nämlich Wut hier. Kannst du wahrscheinlich aufhören. Wir werden mal interviewt. Nochmal Stopp. Disch, disch. Fahrt für euch alleine. Oh, Koistra ist hier doch wieder in unserer Gruppe. Zwei Mann sind noch vorne. Wir sind hier nur noch 14. Ich häng mich mal interviewt. Da ist zwar Vanderpool, aber die hier, die waren alle in der Gruppe. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. There's a breakaway. 15 kilometers to the finish line. Koistra macht noch Dampf gegenüber denen, die gerade angreifen. Somebody says that a rider is down. Was ist mit Wut los, Alter? Erik mal selber gehen, ey. Attack! It's a good moment to show the team colors. So, an denen sind wir dran. Nochmal los, die wollten nämlich nie mithelfen, ey. Das könnt ihr vergessen, Alter, ihr Dreck. And there's an attack at the front. He could go all the way. Ich fahr euch doch nicht an die Gruppe ran, Alter. Mhm. Mach mal kurz Stopp hier. Das nervt mich jetzt nämlich auch schon wieder an, Alter. Wir sind hier in einer Gruppe. 8 Sekunden, dahinter ist nur noch einer. Also 47 Sekunden vor dem Hauptfeld. Und die wollen alle nicht mehr mithelfen. Also bei Rowe bin ich ganz ehrlich, das verstehe ich noch.
Aber er hier und er hier, das verstehe ich gar nicht. Tja, machen wir erstmal weiter. Ich bin ja noch in der Stromlinie drin. Kommt noch auf Laster. Kilometers to the finish line. Apparently there's another puncture. Your riders really should pay more attention to their choice of tires. Ja, sie wollen wahrscheinlich nicht, weil ich ein Sprinter bin, ne? Ja, also die Gruppe mit den fünf hier, die macht das unter sich aus. Ich habe noch volle Spritenergie. Alter. Mit Vanderpool, Alter. Kriegt man den noch? That's another rider with a flat tire. Alter, hat der mich abgezogen, der Vanderpool, Alter. Scheiße. He really handled the breakaway well. Oh. Sehr ärgerlich, ey. Sehr, sehr ärgerlich, ey. Schade, schade. Das Kopfsteinpflaster hätte ich natürlich sehr, sehr gerne gewonnen. Aber naja, ist manchmal so. Also unser Donovan hat sich dann letztendlich gut geschlagen. Kann man nicht meckern. Der ist dann noch mit dem Peloton reingekommen. Ja, und ohne diese Kurve, die hier gewesen. Ich hasse ja die Kurven, das wisst ihr ja mittlerweile selber. Ohne diese Kurve hätte er, glaube ich, keine Chance gehabt im Sprinten gegen Erik. Ich habe sogar am Ende noch rot gehabt. Also ich hätte natürlich auch eher sprinten können. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass von denen einer so früh geht. Er hat da mir richtig gut eine mitgegeben, der Vanderpool. Aber naja, gut, ey. Die haben ja auch hier nicht mehr mitgearbeitet, die Säcke. Ja, das sollte ich gewinnen, da ich es nicht gewonnen habe. Es hätte fürs Gewinnen wahrscheinlich schon gar nicht so viele Punkte gegeben. Jetzt ist Erik auf jeden Fall in der Gesamtwertung Zweiter beim Sprinten. Also das ist ja das für uns Wichtige, ne? Das haben wir uns jetzt schon mal gesichert. Und dann sind wir auch in dem Trikot. Haben wir sogar richtig Vorsprung. Und dann kommt hier der erste Bergfahrer. Ja, Plapp ist nicht wirklich ein Bergfahrer. So mit so richtigen Bergfahrern sieht sie erstmal ziemlich mau aus. Die haben erstmal so richtig halt drauf gebrettert bekommen, die Bergfahrer. Ja, es hat leider nur 9 Punkte gegeben. Es ist auch nur unterdurchschnittlich. Ja, Ausreißversuch kann ich nicht machen als Kopfsteinpflaster-King. Wie gesagt, sehr, sehr schade, dass wir das nicht gewonnen haben. So, und jetzt hier als drittes Rennen in dieser Folge kommt nochmal ein richtig krasses Hügelbrett. Was waren es? 220 Kilometer, glaube ich. Sogar ein ganz klein wenig über 220 Kilometer. Ja, da sind wir natürlich beim Favoriten nicht dabei. Ist auch kein Interview mit uns zu sehen. Dann sehen wir uns gleich zum Rennen. Ladies and gentlemen, hello and welcome. The route is fairly hilly, so there should be plenty of action. Ja, und damit herzlich willkommen zur 6. Etappe der Tour de France. Die erste Hügeletappe steht an. Mal gucken, was wir machen sollen. Ja, oh, wir haben plus 3 eingefahren. Kriegen hier aber allerdings leider keinen Beschützer. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber soll uns jetzt nicht so großartig stören. Ich hoffe mal, dass die Ausreißergruppe nicht durchkommt, weil ich kann jetzt hier als Zweiter nicht ausreißen. Da jagen die mich sowieso und verballere ich zu viel Energie. Und mit meinem Plus 3, bin ich ganz ehrlich, ey, da ist nur so leichte Hügel hier hinten sind. Okay, es ist eine Hügelankunft. Okay, nee, dann ist es für Erik wahrscheinlich doch ein bisschen zu schwer. Ich habe jetzt den letzten nicht so richtig gesehen, hier, als es noch klein war. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, Donovan. Alter, da ist Erik aber gleich richtig zurückgefallen. Ja, so ein klein wenig weiter da vorne hätte ich die Show ganz gerne noch, Erik. Macht er jetzt aber irgendwie nicht. Ja, weil noch keiner führt. So, jetzt gehen die Angriffe ab.
Dann gehen wir doch mal in die Action. Oh boy, they're attacking a long way from home. Ist das Finet oder was? Kennen wir doch noch. So, mal die andere Action-Cam. There's a rider trying to break away from the bunch. Dann gehen die nächsten Angriffe ab. Ah, es ist zu schön, Erik, in dem grünen Trikot zu sehen. Ich hoffe, er hält es bis zum Ende durch, das zu tragen. Tja. Ne, jetzt glaube ich vier weg, ne? Ja. Vier weg. Fällt sich das recht entspannt. The breakaway has now got over a minute keiner on the pack. Mehr zu versuchen. Look, the pack has taken its foot off the gas. Vorne, the team leaders can't be too worried about the breakaway. Ah, Fenderpulli, rechts auf der Seite. Er hat echt einen guten Coup gemacht, dass er so früh losgesprintet ist. Ja, der hatte ja auch recht gute Form, ne? Der bringt ja auch schon, ne, 75 Sprinten mit. Oh, jetzt gehen doch nochmal welche. Ist sie noch verfügbar? Ja, oder ist die Action-Cam? Das Feld auch so, wie es aussieht, gar nicht mehr so entspannt. Ja, wer da mal gleich mitgegangen ist, jetzt eh viel zu spät, was ihr für Energie verbrauchen würde, diese 2 Minuten aufzufahren. Ja, sehr, sehr lange Etappe hier, kurz vor, ich cut euch das jetzt wieder raus, ne? So kurz vor den Schlusshügeln hier, nehmen wir euch da wieder mit rein. The peloton seems content to let it grow. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. The pace is really hot, so for the moment, we shouldn't see too many attacks. This is the last third of the race. The team leaders have their minds fixed on today's goal. Ja, dann nehme ich euch mal kurz hier mit rein. Ich habe mich da vorne schon rangehängt. Alter. Den da. Aber ich nehme lieber den hier. Guck mal, ob wir uns hier die Punkte sichern können. Dreieinhalb Kilometer noch bis zur Sprintwertung. Ich glaube, sobald ich sprinten kann, sprinte ich los, ey. Abdrängelt. Ich muss so viele Punkte. Oh ja, den habe ich, glaube ich, noch abgedrängelt. Wunderbar. Tempo runter. Wieder im Feld. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Punkte abgestaubt. Und ich cut euch das jetzt wieder raus bis zum Schluss. So, und bei hier noch knapp 50 Kilometer zu fahren, nehme ich euch wieder mit. Wasser ist unterwegs. Und gleich kommt der erste Hügel. Geht es auch schon nach oben. Und da greift auch schon einer an und noch einer und noch einer. Things are hotting up at the front. Ey, ich will nur mal versuchen, Alter. Ich gebe Erik einfach mal mit. Ich meine, ne? Warum nicht? Ich habe halt gesehen, dass das Feld irgendwie nicht so richtig was gemacht hat und wenn ich hier noch ein paar Punkte abstauben kann. Schön mehr Stromlinie, ey. Tja, helfen wir alle nicht mit? Ich bin gar kein Hügelfahrer, das muss man sich mal reinziehen, ne? Die helfen nicht mit. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Da fahr ich lieber an den Punkt. Das ist mir sicherer als mit denen da. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Oh, muss geh rein. The little promenade is over. The group has been overhauled. Viel ist nicht mehr bis zum Ziel. Oh, ein bisschen Wusel anmachen. Falling behind, a team leader is falling wahrscheinlich behind. Ein bisschen zu steif für Erik sein. And they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. Ja, da kommen sie auch schon alle.
Jetzt kommt der Erik hier nicht mehr durch, wa? Bisschen Sprintpower hat er noch. Vielleicht kriegen wir ja unseren Kapitän noch. A great win in the sprint of the strongman. Ja, ich glaube, wir kriegen unseren Kapitän noch. Ja, wir haben unseren Kapitän sogar geschlagen, Alter. Ja, ob wir Ewan noch gekriegt haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall 14. Da, das müsste hier eigentlich auch nochmal Punkte geben, ne? Auch wenn es da bei Hügel-Etappe ein bisschen weniger Punkte gibt. Through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Oh, kommt erst der kümmerliche Rest. Weil wir können von uns sagen, wir waren bei der vorderen Gruppe mit dabei. Und ich glaube, wenn ich es noch gerade richtig im Augenwinkel gesehen habe, so richtig diese super krassen Bergfahrer haben jetzt hier nicht gewonnen. Vielleicht ist ja Donovan sogar echt gut dabei. Ja, die hatten wir schon. Ab zu den Ergebnissen. Auf jeden Fall steht schon mal eins fest, dass wir in dieser Folge schon mal unser Zwischenziel erreicht haben. Wir tragen schon mal das grüne Trikot. Ja, allgemein wird sich nichts getan haben. Aha, Donovan ist jetzt 15. Ist denn irgendein krasser Bergfahrer überhaupt vor ihm? Ich glaube nicht. Doch, hier, mit Staune, Mitte, Johannes. Der 82 am Berg. Aha, hier haben wir mit Almeida noch einen, 79, aber, hier ist Bernal schon, Pogacar. Oh, da sind die echt schon wieder an unserem Kapitän vorbeigefahren. Das da vorne sind nur noch Sprinter. Aber er ist gut dabei, da kann man nicht meckern. Ja, Dilly, der hat hier so viele Punkte auf der Etappe mitgenommen, dass er uns tatsächlich das Trikot wieder geklaut hat. Scheiße mit die Scheiße, wo ist denn der reingekommen? Der ist tatsächlich hier bei der Hügeletappe mit 73 am Hügel ist der Zweiter geworden. Crazy. Was ist mit euch Hügelfahrern los? Naja, zumindest tragen wir das Nachwuchsfahrer-Trikot noch. Scheiße, hat uns das Trikot. Ich sag doch, wir haben hier unser Zwischenziel erreicht. Dabei haben wir unser Zwischenziel gar nicht mehr erreicht. Er hat uns das wieder weggenommen. Ich bin tief traurig. Aber naja, ich denke mal, mit der Folge können wir relativ zufrieden sein. Das Kopfsteinpflasterrennen, das hätte ich natürlich gerne gewonnen. Ne? Ja, dann hoffe ich, dass ihr euren Spaß hattet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, bis dann und ciao.